Schon schauen, gell? Ich bin jetzt 50 Jahre alt gsi. Ja, und da muss natürlich schon ein bisschen, hat ja auch überall Versuchungen. Zum Beispiel im Hotel hat's ja immer, wenn du so am Abend reinkommst, dann hat's immer noch ein Schokolädchen auf dem Küssi. Ah. Und was musst du? Du musst es essen. Aber es ist schleuer, dass es isst, als wenn's vergisst. Und die ganze Nacht über dem Schokolädchen schlafst. Und dann wandern es immer weiter hinten runter. Wie erklärst du am nächsten Morgen am spanischen Zimmermeidli, dass der Fleck im Bett nicht das ist, was sie vermutet? Wenn sie sagt, Señorita, no, por favor, no es caca, no. Es cacao, yes, es cacao. Und sie sagt, no, señor, no, come here, you can taste it, come. Aber in meinem Alter musst du schon ein bisschen schauen, gell? So 50 sein, gell? Jetzt kommen ja die grossen Sachen. Weißt du, der Körper im Zustand, wenn du 50 Jahre alt bist, dann ist der Körper bei einem Auto, würde man sagen, los, entweder wechseln wir jetzt oder wir fahren tot. Das ist so der Zustand. Und dann kommen die grossen Service, die du machen musst. Darmspiegelung, wow. Ich liebe Darmspiegelung. Für alle, die es nicht kennen, das ist Kanal-TV am menschlichen Körper. Ich habe das grossartig gefunden. Weißt, viele sagen, Darmspiegelung, nur wegen dem scheiß Getränk, das vorher musst trinken, damit mal die Wohnung richtig rausgeputzt ist. Gell? Aber wenn du das geschafft hast, kommt der schöne Teil. Ah, dann gehst du her, leistest das Nachthemd an. Leist die Herren, dann kriegst du das Propofol, das Narkosemittel. Wow, ist das schön. Eine Viertelstunde schlafen und träumen. Ich habe das so genossen. Erst im Nachhinein habe ich gefragt, was haben sie sich sonst noch gemacht mit mir? Sie haben gesagt, schau, da ist der Cipollini, da der Komiker. Komm, hier dekorieren, machen wir ein Selfie. Kannst du ihm noch zurück hinten aufmachen, dann machen wir ein schönes Selfie. Einer macht noch so ein GIF, weißt du, so ein Boomerang. Urolog, auch schön, Urolog. Ja, das musst du jetzt alles machen. Da bin ich auch letztens morgen um 9 Uhr. Weißt du, Urolog, das ist Champions League von den Ärzten. Das ist ja schon eine Praxis, nicht einfach eine simple Praxis. Nein, ein feudales Wohnzimmer. Und der Arzt auch nicht irgendwie in der weißen Schoß. Nein, in einem hellblauen Hemd und einer roten Krawatte. Ja. Wie sich's gehört, es geht um etwas. Ja. Er hat ein bisschen ausgesehen wie ein Kondukteur von der Rätischen Bahn. Nur der Kondukteur pfeift im Pfeifen, der Urolog schaut sie an. Das ist so der Unterschied. Und der hast du. Das ist. Dann hast du zuerst so ein Gespräch, ein Einführungsgespräch und dann. Dann sagt er, und jetzt können Sie ins andere Zimmer gehen, Sie können sich jetzt ausziehen hinter einem Paravent. Dann bin ich ins Untersuchungszimmer und habe mich ganz versteckt hinter einem Paravent ausgezogen, damit ich nachher kein Vödelblut im Raum stehen kann. Dann ich denke, was muss ich mich versteckt denn ausziehen, wenn ich nachher Vödelblut bin? Mit zwei Söckchen an. Dann ist er gekommen und gesagt, jetzt können Sie da herlegen, da. Ist auf den Papier schlagen. Und nachher hat er Händchen angelegt, ein bisschen gecremt. Er hat gesagt, jetzt können Sie sich ganz locker machen und Beine anwinkeln. Und dann bin ich dort so mit angewinkelt dabei gehockt und er hat angefangen, hinten dran rumzuwuseln. Und dann habe ich an mir runtergeschaut. An den weissen, blutigen Körper mit der Hühnerhaut, weil es ein bisschen frisch war. Und einer hinten rumwusen, da kommst du vor, wie ein Bulle, bevor sie in den Ofen geschoben wird. Dass er nicht noch. Dass er nicht noch Beinchen zusammengebunden hat mit einem so einem Gummiband, ist noch ein Wunder gewesen. Hä? Ist auch ein Scheissjob, oder? Nein, abnehmen, das wäre schon schön. Ich habe jetzt aber einen Trick, wie ich nicht mehr auf das Gewicht angemerkt. Es gibt immer Leute, die sagen, hey, ist alles recht, Svenzi, und so. Ich habe einen Trick herausgefunden, wie ich nicht mehr darauf angesprochen werde. Ist das so, ich kaufe mir jetzt, wenn ich die Schöpen kaufe, immer die so zwei Nummern zu gross. Und dann sagen die Leute am du, der Schöpen ist der nicht ein bisschen gross? Dann sage ich, ja, ich weiss. Ich habe gerade 30 Kilo abgenommen. Sagen sie, hey, so geil, aber mehr musst du nicht mehr. Sagen, jawohl, genau das ist es.